Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel NAFTA Racing. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ich an einem E46 Diesel einen wahren Ladeluftkühler verbaue. Dieses Video dient auch als Einstieg in die Mazda 57 BMW Dieselwelt. In den nächsten Videos werde ich euch dieses Fahrzeug vorstellen. Wir werden über den Motor quatschen, über das Getriebe und was dieses Fahrzeug so besonders macht. Und natürlich werden wir auch hier in die Welt der Steuergeräte-Applikation einsteigen. Denn der nächste Step an dem Fahrzeug wird sein, nachdem ich den Ladeluftkühler verbaut habe, eine saubere Stage 1 Plus Software-Applikation. An dieser Stelle dickes Merci und Grüße an die Jungs von Dietupa, die mir trotz ihres Urlaubs ein super Angebot für den Ladeluftkühler gemacht haben und mir den schnell zugeschickt haben. Ohne die Jungs wäre dieses Video in der Zeit gar nicht fertig geworden. So, genug gequatscht, viel Spaß! Hier einige Hard Facts zum Ladeluftkühler. Es handelt sich hier um die Competition Serie, das heißt ein Tube-in-Fin-Netz. Die Vorteile davon sind: durch geringeren Materialaufwand beim Netzaufbau können die Temperaturen nicht nur schnell aufgenommen, sondern auch sehr schnell wieder abgegeben werden. Im Vergleich zu einem gleich großen Ballen-Plate-Netz ist er bis zu 30% leichter und strömungsgünstig durch die abgerundeten Tubes. Der Nachteil: durch den komplexeren Aufbau entstehen höhere Produktionskosten und damit ist der Preis etwas höher. Nun zu den Specs des Ladeluftkühlers. Wir haben hier im Vergleich zur Serie über 30% größere frontale Anströmfläche. Das Netzvolumen ist über 200% gewachsen. Die Kästen sind im CAD konstruiert und der Luftstrom über CFD simuliert. Und laut Flowbench haben wir hier weniger Gegendruck. Somit ist der Ladeluftkühler wesentlich effizienter und eine deutlich kühlere Ladeluft. Ich zeige euch jetzt, wie ihr ganz einfach ohne Hebebühne den Ladeluftkühler bei eurem E46 ausbauen könnt. Dafür setze ich unter die Aufnahme von links meinen Wagenheber an und pumpe das Fahrzeug hoch. Danach platziere ich vorne an der Querlenkeraufnahme einen Bock und nehme den Wagen am Aggregateträger mittig mit dem Wagenheber auf. Vorsichtshalber sichere ich den Wagen zusätzlich mit einem Keil. Sobald das Fahrzeug auf beiden Seiten gleichmäßig hoch ist, platziere ich auf beiden Seiten unter den Wagenheberaufnahmen meine Böcke. Zum Schutz der Plastikaufnahmen ein geeignetes Holz oder eine passende Unterlage verwenden. Danach kann der Wagen langsam und behutsam auf die Böcke abgelassen werden. Zum Schluss kontrolliere ich, ob alles sauber sitzt und montiere die Räder ab. Zum Schluss muss nur noch der Unterfahrschutz abgebaut werden. Nun löse ich die Zentralschraube am Pralldämpfer, die den Stoßfinger festhält, auf der linken Seite. Danach baue ich die unteren Rathausverkleidungen ab. Löse zum Schluss noch die rechte Zentralschraube am Pralldämpfer und dann kann vorsichtig an den Ecken der Stoßfinger abgezogen werden. Davor muss noch die Verbindung am Steckergehäuse zu den Nebelscheinwerfern gelöst werden. Danach kann der ganze Stoßfinger entfernt werden. Jetzt muss nur noch die Verkleidung am Zusatzlüfter entfernt werden. Dafür löse ich die vier Kunststoffbefestigungen. Nachdem der neue Ladeluftkühler von Wagner verbaut wird, entfällt diese Verkleidung und wird nicht mehr montiert.
da der Bauraum danach einfach keinen Platz mehr dafür bietet. Auch der Kühlleistung kommt das zugute. Und im letzten Step löse ich einfach die beiden Verschraubungen, die den Ladeluftkühler fixieren, und baue diesen aus. Hier kann man deutlich erkennen, wie viel Dreck sich über die Jahre zwischen Ladeluftkühler und Wasserkühler gesammelt hat. Auch der Ladeluftkühler selbst ist im unteren Drittel ziemlich verdreckt und zugesetzt. Unterm Strich führt das zu verminderter Kühlleistung nicht nur der Ladeluft, sondern auch des Kühlmittels. Und gerade im Sommer bei hohen Außentemperaturen macht sich das besonders mit extrem hohen Ansauglufttemperaturen in der Ansaugbrücke negativ bemerkbar. Der Wagner-Kühler allein für sich wirkt nicht sehr groß. Im direkten Vergleich aber zum Serienteil sieht man den Unterschied deutlich. Bevor der neue Ladeluftkühler eingebaut werden kann, muss vorher erst einmal alles gereinigt werden. Mit einem kleinen Spachtel entferne ich vorsichtig den groben Schmutz vom Wasserkühler. Anschließend spüle und wasche ich die Lamellen mit Bremsreiniger und blase die Reste mit Druckluft aus. Danach werden mit Silikonspray und Multiöl die Anbauteile gereinigt und aufgefrischt. Und im Nachgang mit einem Lappen trockengewischt. So, als nächstes wird der defekte Zusatzlüfter getauscht. Dafür baue ich zuallererst die Gummipuffer vom alten auf den neuen um. Fädle danach den Stecker vorsichtig am Wasserkühler vorbei in den Motorraum ein und bringe den Lüfter in Einbaulage. Zum Schluss arretiere ich das Steckergehäuse vom Leitungssatz im dafür vorgesehenen Halter innen am Wasserkühler. Zuerst hänge ich den neuen Ladeluftkühler in die Stehbolzen des Schlossträgers ein und montiere die gedrehten Aludistanzen von Wagner. Direkt danach klicke ich unten die Ladeluftverrohrung ein und fixiere den Kühler unten an den Verschraubpunkten. Im nächsten Step ziehe ich die Aludistanzen mit einem Gabelschlüssel fest. Nun fixiere ich mit zwei Schrauben aus dem Montagekit von Wagner den Zusatzlüfter. Da die vier mitgelieferten Schrauben für den Zusatzkühler für eine sichere Verschraubung nach meinem Dafürempfinden zu kurz sind, ersetze ich die unteren beiden durch 10 mm längere Schrauben. Dadurch wird nicht nur die Verschraubung stabiler, da ich damit die Einschraublänge vergrößere, sondern auch der Perfektionist in mir befriedigt. Und bei den oberen Verschraubungen tausche ich lediglich
die dicken Beilagscheiben gegen dünnere. Zum Schluss alles sauber mit Drehmoment festziehen und fertig. So, wir kommen zum Ende des Videos. Der Rest wird in umgekehrter Reihenfolge komplettiert. Den Unterbodenfahrschutz habe ich auch bearbeitet. Die Akustikdämmung war im Weg und wäre beim Verbau mit dem Kühler kollidiert. Auf lange Sicht hätte das zu unschönen Scheuerstellen und Lackschäden am neuen Ladeluftkühler geführt. Ich habe die Akustikmatte weggeschnitten, den im Untergrund gereinigt und hitzebeständige Dämmmatten ähnlich Alubutyl eingesetzt. Damit habe ich nicht nur das Problem mit dem Scheuern behoben, sondern auch die Dämmeigenschaften um einiges verbessert. Abschließend lässt sich nur noch sagen, dass man dem Kühler einfach seine überlegene Qualität anmerkt. Jetzt muss er nur noch auf der Straße überzeugen. So sieht das Ergebnis am E46 aus. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das mit den zu kurzen Schrauben und der Unterbodenverkleidung gelöst habt. In den nächsten Videos stelle ich euch das Fahrzeug vor und wir tauchen gemeinsam tiefer in die M57-Materie ab. Vielen Dank fürs Zuschauen.